Hey yo Leute, was geht ab? Ich habe richtig Bock aufs heutige Video. Willkommen zum OP06 Case Break Highlight Video. Wie ihr wisst, haben wir ja letztens das OP06 Case geöffnet. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn ihr seht nicht nur, welche wundervollen Karten ich meiner Community neben dieser schönen Manga Zoro Karte gezogen habe, sondern könnt auch noch diese schöne OP06 Unami Altart Karte auf Japanisch aus meiner privaten Sammlung gewinnen. Und was euch bestimmt auch noch interessieren könnte, lohnt es sich überhaupt noch zu dieser Zeit ein OP06 Case zu öffnen? In diesem Video zeige ich euch, was wir gemeinsam mit der Community aus diesem Case gezogen haben, was für Erfahrungen ich bei meinem allerersten Case Break machen konnte und ob ich sowas in Zukunft noch einmal mit meiner Community gemeinsam tun würde. Bleibt also gespannt und viel Spaß mit dem Video. Das Warten hat sich zu 100% gelohnt, denn wir haben wahrscheinlich das beste OP06 Case geöffnet, das es geben kann. Am Anfang des Streams habe ich alles organisatorische abgeklärt. Zuerst einmal habe ich die Displays gemischt und anhand von Würfen zufällig entschieden, welche Nummer ein Display bekommen hat. Danach habe ich mir 12 Don-Karten geschnappt, dort die Nummer von 1 bis 12 eingetragen und nochmal die Namen auf 12 verschiedene One Piece Karten von den Teilnehmern aufgeschrieben. Um zu entscheiden, wer welches Display bekommt, habe ich dann die Karten gemischt, damit das Ganze einfach fair für jeden ist und ich das Ganze dem Schicksal überlassen konnte. Zuerst habe ich die Nummer 2 für Hayrod gezogen, dieser befand sich aber noch auf der Arbeit, habe mich darum gebeten, es zu verschieben. Das war aber kein Problem für mich, denn ich wollte unbedingt, dass jeder live sein Display miterleben konnte. Das erste Display, was wir dann letztendlich öffnen konnten, war die Nummer 4 für meinen Bruder Mohammed. Vorher hatte ich außerdem jeden noch gefragt, welche Karten er sich von diesem Display erhofft. Zu seinen Wands gehörten die Yamato und Moria Altart Lieder, die Reiju und Moria Altart Karte, beide Secret Rare Altart Karten und die Lin-Lin oder Rebecca Special Karte. Seine Wands waren die Hody Lieder Altart, die Aramaki und Judge Altart, die normalen Secret Rare Karten von Sanji und Zoro sowie die Sugar und Kizaru Special Rare Karte. Natürlich wollte jeder diese schöne Manga-Karte haben. Momo hatte direkt Glück und konnte in dem ersten Display direkt die erste Altart Lieder Karte ziehen. Oh mein Gott, Digga, erste Altart Leader, Bruder. Mo, Junge, erste Altart Leader, Bro. GG, geil, Alter. Davon gibt's insgesamt 4. Und du hast die Hody Jones, nein, Bruder. Nein. Walla Ayib. Aber Altart Leader, Bro. Dann kam auch schon die nächste Karte. Decken. Oh, die Secret Rare Karte. Zoro, Junge, nice. Außerdem ist Zoro dein Lieblingscharakter gewesen. Und seine Altart Karte. Und hier ist die Altart-Karte. Windsmoke Ichiji. Ich hoffe, die gefällt dir, Moment. Geil, das freut mich, dass dir gefällt. Seine Lieder-Altart-Karte war zwar die Hody Jones, dennoch war er zufrieden mit dem Display. Am Vorabend habe ich noch eine Preisliste erstellt für jede einzelne Karte mit dem günstigsten deutschen Anbieter auf Cardmarket. Wir haben uns dabei noch was Cooles gedacht, denn die Person mit dem schlechtesten Display aus diesen 12 Displays hat ein Gewinnerpaket gewonnen mit verschiedenen Goodies, was ihr später im Video auf jeden Fall sehen werdet. Sein Essex und Altart-Karten kamen Mohammed damit zu einem Displaywert von ungefähr 93 Euro und startete somit ins Rennen für schlechtestes Display und dem Gewinnerpaket. Mittlerweile kam auch Herod von der Arbeit, weshalb wir sein Display direkt geöffnet haben. Seine Wands waren Reiju und die Moria Lieder Altart, die Moria und Hiyori Altart Karte, sowie die Zoro Secret Rare Karte oder die Baggio und Lin Lin Special Rare. Seine Nordwands waren die Uta und die Hody Jones Lieder Altart Karte, die Tashigi und Aramaki Altart Karte, sowie die Sanji Secret Rare und die Sugar und Miss All Sunny Special Rare. Seine Hits haben zwar lange auf sich warten lassen, aber es kam direkt ein Waifu-Banger. Jetzt gibt es auch ein Anime, ne? Und, Junge! Windsmoke! Reiju! Geil, Junge, Altart. Stark, das ist bis jetzt die wertvollste Karte, die wir gezogen haben heute. Und ein Waifu kommt selten allein. Space, immer wenn der Bruder kam, habe ich was Krasses gezogen. Und habe ich doch gesagt, Junge, immer wenn Cousin kommt, kommt was. Und die wolltest du haben, Bruder. Hiyori, Mann, Hiyori, Junge. Nice. Boah, guck mal, wie schön die leuchtet. Uff. Und als ob diese zwei schönen Altart-Karten, die an sich schon sehr wertvoll waren, nicht gereicht hätten, legte sein Display noch einen drauf. Ich bin euch ehrlich. Oh mein Gott, Junge, Altart Leader. Bruder, was los? Was machst du, Herod, Junge? Oh mein Gott, Junge. Bruder, du hast rasiert. Jetzt nimmt er den anderen noch diese Altart Leader weg. Ist das nicht gemein von dir, Bruder? Die nächste Leader-Altart-Karte aus dem Case. Und wir haben Reiju. Stark, Junge, stark. Das ist auch wieder eine Karte, die du haben wolltest. Wie euch wahrscheinlich aufgefallen ist, hatten Momo und Herod beide Leader-Altart-Karten, wobei Momo noch eine Secret Rare und eine Altart-Karte gezogen hat und Herod zwei Altart-Karten. Das hat folgenden Grund, denn in einem Case, in dem sich 12 Displays befinden, sind 4 Leader-Altart-Karten und 2 Special Rare-Karten garantiert und im Case so aufgeteilt. Wir haben 2 Displays mit einer Altart-Leader, einer Secret Rare-Karte und noch einer Altart-Karte. Dann haben wir 2 Displays mit einer
Altart Leader und 2 Altart Karten, 2 Displays mit einer Special Rare Karte sowie einer Secret Rare und einer Altart Karte. Dann haben wir 4 Secret Rare Karten mit einer Altart Karte und 2 Displays mit nur 2 Altart Karten. Also im Normalfall hat man eine 50%ige Chance, entweder die Leader oder die Special Rare Karte zu ziehen. Mit seinen SR Karten und schönen 3 Waifu Altart Karten kam dann Hellbot auf diesen stolzen Gesamtwert von 167 €, womit er leider aus dem Rennen für das Gewinnerpaket ausscheiden musste. Ich weiß, du warst traurig, Bro, aber dennoch wünsche ich dir viel Spaß mit deinen Karten. Das dritte Display war dann die Nummer 8 für Forza Azurify. Zu seinen Wands gehörten die Raiju Leader Altart sowie die normale Altart Karte und die Linden Special Rare. Seine Not Wands waren wiederum die Gekko Moria Leader Altart und die normale Altart von ihm und die Buggy, Sugar und Rebecca Special Rare Karte. Forzas erste Hitkarte war die hier. Wind wollte auch was gewinnen. Oh nein, Bro, nein. Ich weiß nicht, ich hoffe, der gefällt dir. Mir persönlich gefällt der nicht. Na, hör mal, die habe ich schon. Oh nein, Bruder. Nichts gegen den Charakter, ne? Aber ich finde, das ist so ohne Liebe gemacht worden, dieser Alter. Das ist doch nichts. Einfach hinten so ein oranges Hintergrund geklatscht und so eine Pose vom Anime. Auch wenn die erste Karte nicht gerade zu den beliebtesten gehört, legte sein Display wieder stark mit einem besonderen Case-Hit nach. Oh, Treasure Rare, Bruder. GG, Junge. Du hast die Treasure Rare, Nami. Ich weiß nicht, ob sie dir gefällt, aber Bruder, die Karte ist gut. Lisa, Junge, von Blackpink ist das. Diese Treasure Rare Karte war deshalb so besonders, da sie nicht in jedem Case garantiert ist. Außerdem habe ich auch noch die Info aufgeschnappt, dass die Treasure Rare Karte in englischen Cases die Godback-Variante aus dem japanischen ersetzt hat. Mit seinen SR-Karten und der Treasure Rare und Tashige Altart-Karte kam er zu einem Preis von 91 €, womit der Momo überholt hat und fortan den ersten Platz fürs Gewinnerpaket schürt. Was war denn aber jetzt in diesem Gewinnerpaket drin? Mein Ziel war es, dass sich jeder, der zum Beispiel ein schlechtes Display gezogen hat, auf etwas Cooles freuen kann. Ich war unter anderem ein paar Tage vorher shoppen und habe ein paar Goodies eingekauft, wie so ein Schlüsselanhänger von der Nothing Happened Zorro Funko Pop. Da war ich noch bei GameStop und habe bei so Ichiban Kuji-Losen mitgemacht, weil ich so eine geile Figur gewinnen wollte. Wobei ich leider auch wieder nur so einen Schlüsselanhänger gewonnen habe. Dann habe ich mir noch so ein Ruffy Gear 5 Funko Pop Figur besorgt. Und meinen Partner Adventure Cards haben nochmal mit einem ST12 Starter Deck und mit Zorro und Sanji nachgelegt. Nochmal ein dickes Shoutout an die Jungs von Adventure Cards. Danach haben wir die Nummer 3 für Mellet gezogen. Dieser tanzte aber wahrscheinlich Halai auf irgendeiner Hochzeit und das Display mussten wir auch wieder aufschieben, bis er da war. Es ging weiter mit der Nummer 9 für Marian. Seine Wands waren entweder die Yamato- oder Moria-Leader-Altart-Karte, die Onami- oder die Shanks-Altart-Karte, sowie die Zoro-Secret-Rare, die Buggy- oder Miss All-Sunday-Special-Rare. Seine Not-Wands waren den Hody-Jones-Leader-Altart und die normale Altart von ihm, die Shuraya-Altart, sowie die Sanji-Secret-Rare und die Sugar-Special-Rare-Karte. Und was soll ich sagen, wir haben wieder ein Banger-Display gezogen. Wir haben, bis jetzt hat die... Alter, Digga, bis jetzt hat jedes Display gegönnt, Bro. Bis jetzt hat jedes Display gegönnt. 3 Altart Leader schon weg. Die Treasure Rare Nami schon weg. Jedes Display gönnt, Alter. Was ist das denn für ein schönes Case? Erstmal eine Leader Altart Karte gezogen und dann meine 2 normalen Chase Altart Karten. Und? Shanks, Bruder. Ey, was ist das? Walla, was ist das? Jeder bekommt die Karten, die er sich wünscht. Geil, Alter. Die ist so schön. Die rippe ich dir ab, Bruder. Nein, Spaß. Boah, ich weiß jetzt schon, dass Marian sehr, sehr glücklich darüber ist. Ah, das macht mich so glücklich, euch glücklich zu machen. Walla. Oh Mann, Bruder. Die wollte ich auch. Geil. Bruder, du hast einfach das Display, was ich wollte. Momonosuke auch noch. Walla, Altart Leader, Shanks und Momonosuke. Boah, dieses Display ist richtig schön. Gönn ich dir. Gönn ich dir wirklich. Gekko Moria, Bruder. Die ist nice. Stark. Die wolltest du auch haben. Mit der Gekko Moria und seinen SL kam er auf die stolze Summe von 134 € und musste sich auch wieder vom Rennen verabschieden. Auch bei dir weiß ich, du hättest bestimmt gerne das Gewinnerpaket gewonnen. Aber nicht jeder hat das Glück, Bro. Marian war aber so korrekt und hat eines seiner doppelten Shanks SR-Karten zum Live-Zuschauer-Gewinnerpaket dazugelegt. Danke dafür nochmal und ein fettes GG an dich. Jetzt so im Nachhinein ist mir auch aufgefallen, dass all diese Personen diejenigen waren, die mir schon, bevor ich überhaupt so einen Case-Break organisiert habe, Bescheid gesagt hatten, dass sie gerne bei sowas mit am Start wären. Schon ein cooler Zufall, dass diese Personen auch alle ein sehr gutes Display bekommen haben bei mir. Das nächste Display war diesmal die Nummer 11. Diesmal durfte dann auch der Chat entscheiden, welche Karte gezogen wird. Und die erste Person im Chat hat sich einfach selber gezogen. Und zwar war es Easy mit seinen 2 Jungs, Ömer und Matt, die unter anderem durch meine Videos auf One Piece Karten aufmerksam geworden sind und wegen mir auch mit One Piece dem Anime angefangen haben. Ich bin auf jeden Fall ein gutes Vorbild. Und weil es natürlich Kinder waren, hatten sie keine besonderen Wünsche. Hauptsache Charaktere, die sie im Anime schon gesehen haben. Ihr erstes Hit freute sich der Vater Easy besonders, denn es war sein Lieblingscharakter.
Hinten ist doch was, oder? Ah, eine Secret Rare Karte. Sanji. Wie findest du die Karte, Ismalavi? Dein Lieblingscharakter. Guck mal, die schönen Flammen. Sehr schöne Karte. Vor allem mit dem Smoking und so. Ismalavi, die musst du dir einrahmen in deinem Büro, okay? Ich geb dir sogar einen Ständer mit. Und dann kam auch schon der nächste. Windsmoke Niji und Kami. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Sehr schön, Meerjungfrau. Das kannst du Zeynep schenken. Ich hoffe, der Letzte gönnt noch. Ruffy ist eure letzte Karte. Ich hoffe, ihr seid trotzdem glücklich. Wir gucken jetzt nochmal, was ihr alles gezogen habt und auf welchem Platz ihr seid. Vielleicht seid ihr jetzt auf dem ersten Platz und bekommt das Gewinnerpaket. Für die Kinder ist Luffy the Manga. Das freut mich. Hauptsache, jeder ist wirklich glücklich. Mit ihren Hits und der SR-Karten kamen sie zwar leider nur auf 48 Euro der Gesamtsumme, katapultierten sich aber auf den ersten Platz für das Gewinnerpaket. Und ab diesem Moment an hat wirklich jeder gehofft, dass die Kinder dieses Paket gewinnen, was wirklich ziemlich cool war. Selbst Forza, der davor am ersten Platz war, hat gesagt, dass er es ihnen auch am meisten will. Danach wurde die Nummer 1 für Riva-Cards gezogen. Dieser befand sich aber immer noch im Flugzeug, weshalb wir mit der Nummer 10 und Eren weitergemacht haben. Seine Wands waren die Yamato, Leader Alt Art, Ruffy, Shanks und natürlich die Manga. Seine Hits waren wie folgt. Absalom und Secret Rare Sanji Karte wieder. Ist stark, ist schön, Bruder. Oh, auf Reis auf YouTube. Oh, Shanks, Bruder. Nice. Geil, Alter. GG. Die ist schön. Er hatte zwar leider auch nur ein 2-Hit-Display und konnte mit seiner Gesamtsumme von 66 Euro die Kids nicht überholen, war aber dennoch zufrieden, da er eine seiner Chase-Karten, die Shanks Super Rare Alt Art, gezogen hat. Und damit waren wir schon mit der Hälfte des Cases fertig. Zu diesem Zeitpunkt fehlte uns noch eine Alt Art Leader-Karte sowie die zwei Special Rare-Karten. Also es gab immer noch eine 50-50-Chance für die 6 übrigen. Und wir wussten ja überhaupt nicht, dass wir diese schöne Zorro-Manga-Karte ziehen. Das 7. Display mit der Nummer 5 war für Marvin. Seine Wands waren die Yamato und die Moria Leader Alt Art, die Hody Jones und Moria Alt Art, sowie die Zorro Secret Rare und die Buggy und Linden Special Rare. Seine Not Ones waren die Uta Leader Alt Art, die Judge Alt Art, sowie die Sanji Secret Rare und Miss All Sunday. Kommen wir zu seinen Hits. Shanks Alt Art Karten, weil die einfach so, oh, die letzte Leader Alt Art Karte. Das heißt, der Rest kriegt keine Leader Alt Art Karten mehr, aber die Special Rare Karte ist immer noch da. Windsmoke Judge, die wolltest du aber nicht haben, oder? Egal, nimmt man trotzdem mit. Du hast ja die Leader Alt Art bekommen. Es müsste jetzt eh noch eine Secret Rare Karte kommen. Und hier haben wir Secret Rare Sanji. Hä, dreimal Sanji Secret Rare? Was denn das, Alter? Wo ist Zorro? Wir haben hier Zorro Nothing Happened Life Break Event. Nicht Sanji. Ich rauche mir eine Zigarre Life Event. Die Leader Alt Art Karte muss gönnen. Ein Hit, was er nicht wollte. Und ein Hit, was er unbedingt wollte. Und zwar die bis dahin schönste Karte, die wir im Case gezogen haben. Und die letzte Alt Art Leader Karte aus dem Case ist Yamato, Bruder. Nice. GG. Uff. Boah, die ist echt schön, ja. Mit seinen SR-Karten und dem Gesamtwert seiner Hits kam er auf 136 Euro und konnte somit auch das Gewinnerpaket nicht gewinnen. Die nächste Teilnahme war dann nochmal besonders, denn diesmal durfte im Chat meine Freundin die Nummer aussuchen und mein Partner Adventure Cards den Teilnehmer. Und es kam einfach wieder dazu, dass jemand sich selbst ausgewählt hat. Zu seinen Chase-Karten gehörten die Yamato Leader Alt Art, die Zorro Secret Rare, die Buggy oder Miss All Sunday Special Rare. Zu seinen Not Ones die Kami, Tashigi, Absalom und die Sanji Secret Rare. Bei diesem Display hatte ich nochmal besonders Druck. Ich musste einfach für meine Partner abliefern, so wie sie es immer bei mir machen, wenn ich bei ihren Live-Breaks mitmache. Bis jetzt haben die immer sehr schöne Karten für mich gezogen. Und hier nochmal der Hinweis für euch. Vergiss nicht, die Jungs abzuchecken von Adventure Cards. Neben Twitch haben sie jetzt auch angefangen, auf TikTok einmal die Woche live zu streamen. Falls ihr mal Bock habt mitzumachen, ich bin auch sehr oft beim Livestream mit am Start. Könnt ihr gerne mit meinem Code UFUK 5% sparen. Ich glaube, je mehr Liebe ihr den Jungs gibt, desto mehr Liebe geben sie mir auch zurück. Deshalb gönnt euch gerne eure Booster bei den Jungs. Aber kommen wir mal zu ihren Hits. Komis verschwunden. Secret Rare Zorro. Nice. Erster Hit. Das ist auch krass. Wir haben noch gar keine Alt Art Zorro gezogen oder Alt Art Sanji. Die müssen doch auch kommen. Ey, ich... Leute, ich versuche gerade, das hier nochmal in einen Sleeve reinzupacken. Was ist los mit mir? Einige. Gekko Moria Alt Art. Nice, Junge. Das ist doch gut. Das ist doch stark. GG, Chokusei. Ich würde mich nicht wundern, wenn die bald auf Adventure Cards auf der Homepage landet. Bei solchen Hits macht Azizabe entweder so einen Sound und danach guckt er sich hier ein Centering an. Vielleicht zieht hier noch was. Könnte sein, ich glaube, da kommt noch was. Am Ende, jetzt zieht noch die Special Karte. Hockback und... Oh mein Gott, Bruder! Oh mein Gott, Junge, was? Special Rare, Rebecca. Ey, oh mein Gott. Was, die stauben auch noch eine Special Rare ab, was?
Wir haben nur noch eine Special Rare Karte. Krank. Darauf muss ich erstmal klarkommen. Boah, das ist krank. Rest zulassen, verkaufen. Mit ihren SR und Alt-Art-Hits haben sie auf einen Gesamtwert von 202 Euro und fielen damit leider ganz tief runter auf den letzten Platz. Es tut mir leid. Nun fehlte nur noch die Zuteilung von zwei Displays. Und wir waren nur noch zwei Teilnehmer. Einmal Ümit und ich. Deshalb überließ ich ihnen diesmal die Entscheidung, welche Nummer zu welcher Person gehören sollte. Und er wählte die Nummer 7 für mich aus und die Nummer 12 für ihn selber. Ümits Chase-Karten waren die Yamato-Lieder Alt-Art, die Onami und die Perona Alt-Art, die Zoro Secret Rare sowie die Buggy und Lin Lin Special. Und die Karten, die er nicht wollte, waren die Hody, Lieder Altart und normale Altart, sowie die Sanji Secret Rare und die Sugar Special Rare. Nun fing auch der Adrenalinkick richtig bei mir an. Denn nicht nur hat sich die Anzahl der Displays verringert, sondern auch die Chance auf eine gute Karte. Da ich bis jetzt wirklich jeden Einzelnen zufriedengestellt hatte, habe ich auch darauf gehofft, dass Ümit etwas sehr Heftiges bekommt. Seine Hits waren... Und? Uff, Bruder! Geil! Sanji Altart! Walla, die hätte ich auch gewollt. Die ist nice. Nice, GG. Die ist Baba. Und es ist die allererste Secret Rare Altart Karte. Die habe ich noch nicht. King. Boah, stark. Ich habe für jeden etwas gezogen, was die haben wollten. Oder beziehungsweise, was die gefeiert haben. Black Card und Secret Rare Sanji. Ah, ist ein Sanji-Display. Glenz haben in seinem Display auf jeden Fall die SR-Karten mit einer Gesamtsumme von 41 Euro. Und mit dem Wert der Altart-Karten kam er somit auf den Gesamtwert von 91 Euro. Nun gab es nur noch drei Displays. Mein Display und die zwei Displays von den Zu-Spät-Kommern. Zu diesem Zeitpunkt wusste keiner von uns, dass die Zorro-Manga-Karte noch da drin ist. Es war also nur sicher, dass einer von uns drei die Special-Rare-Karte ziehen kann. Einer würde am Ende dann trotzdem noch die Manga-Karte ziehen und einer würde leider nur mit seinen Altart-Karten ausgehen. Mir war während dem Case-Track einfach nur besonders wichtig, dass mindestens eine Person aus diesem Case die Manga-Karte nach all dem Stress zieht. Einfach aus Prinzip. Da die beiden noch nicht im Live da waren, habe ich dann mein Display geöffnet. Habe ich die Manga gezogen, die Special Rare-Karte oder wenigstens einer meiner Chase-Karten. Meine Chase-Karten waren die Uta oder die Yamato-Lieder-Altart-Karte, die Shanks oder die Momonosuke-Altart, sowie die Buggy oder Kizaru Special Rare. Oder die Zoro Secret Rare und die Sanji-Altart-Karte. Meine Most Wants waren die Hody Jones-Lieder-Altart, die Tashigi und Aramaki-Altart, sowie die Sanji Secret Rare und den Zoro Alter, da ich diesen schon habe. Und die Sugar Special. Die waren mittlerweile stundenlang online gewesen. Mein Rücken sowie meine Daumen haben mega wehgetan, weshalb ich mich dazu entschieden habe, einen Hit Tower zu machen. Was sich in diesem Hit Tower befand, seht ihr jetzt. Ichiji? Nani? Oh mein Gott, ich dachte, das ist ein Manga, Digga. Ich schwöre, ich hab gezittert. Kikunujo? Ja! 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 Die wollte ich! Ja! Nice! Das war, Digga, ja. Ah. Oh. Auch wenn die vielleicht nicht so viel wert ist, die wollte ich unbedingt haben. Geil. GG, Alter. Walla, ich schwöre, jeder Einzelne bis jetzt ist in diesem Case Break mit einer krassen Karte rausgekommen. Und das macht mich glücklich. Danke, danke. Momonosuke war wichtig. Den habe ich so gewollt. Den finde ich so schön. Oh mein Gott. Ah. Oh. Alter, Digga, ah, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ey, irgendwie tut's mir im Herzen weh. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll. Nein, Digga, nein, ich weiß nicht. Ah, Mann, mein Herz, Bruder, ich schwöre, mir geht's nicht gut. Mir geht's nicht gut. Alter, mir geht's echt nicht gut. Die zwei besten SP heute gezogen. Sagt Adventure Cards, eine für ihn und Lin Lin für mich. Ich glaube, noch eine Altart, nee, eine Secret Rare Karte kommt bestimmt noch. Schau, Zorro. Jawohl, Zorro Secret Rare. Die wollte ich auch haben, sehr schön. Das Ding ist, ich hoffe noch, dass einer von den nächsten zwei die Zorro-Manga kriegt. Ihr müsst die Zorro-Manga kriegen. Mit dem Wert der SR und Altart-Karten von meinem Display lag mein Gesamtwert bei 158 Euro. Somit schied ich leider auch fürs Gewinnerpaket aus. Ich hatte eigentlich vorgehabt, falls ich das schlechteste Display ziehe, dieses Gewinnerpaket dann an euch, meine YouTube-Zuschauer, zu verlosen. Aber natürlich lasse ich euch nicht ohne irgendetwas gehen. Und es folgt dir, glaube ich, mittlerweile wertvollste Karte, die ich jemals an meine Zuschauer auf YouTube verlosen werde. Und zwar ist es diese Onami
Alt Art Card von Opinion 6 auf Japanisch. Diesen will ich an einen glücklichen Gewinner aus meiner Community verlosen. Das einzige, was ihr dafür tun müsst, natürlich Abonnent meines Kanals sein, das Video zu liken und mit dem Hashtag NothingHappen zu kommentieren. Als Dank für euren Support die letzte Zeit. Diesmal habe ich überlegt, dass ich kein Enddatum angeben werde für die Teilnahme, da ich möchte, dass auch Personen, die vielleicht später auf meinen Kanal stoßen, mitmachen können. Und damit ihr mir mit der Reichweite helfen könnt, werde ich das Ganze bei 120 Likes auf diesem Video auslosen. Und ich haue noch einen Banger für euch raus. Wir haben bald schon die 1000 Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal. Es würde mir wirklich sehr viel bedeuten, dieses Ziel mit eurer Hilfe zu erreichen. Deshalb verrate ich euch jetzt schon mal, dass das 1000 Abonnenten-Special mega wird. Und nicht nur das, ich habe mir vorgenommen, bei 1000 Abonnenten auf meinem YouTube-Kanal ein ganzes Display für meine Zuschauer zu verlosen. Ich weiß nicht, ob es die OP06 wird, ich weiß nicht, ob es vielleicht ein EB01 wird, ein englisches Display oder ein japanisches, aber ich tendiere wirklich dazu, euch ein englisches Display zu besorgen und fange jetzt schon mal an, dafür zu sparen. Deshalb vergiss nicht, Teil dieser wundervollen Community zu werden und zu abonnieren. Aber nun geht's weiter mit den letzten Displays. Es war ein mega spannender und lustiger Abend mit euch, der sich allmählich dem Ende neigte. Wie wir wissen, fehlt noch diese Zorro-Manga-Karte. Entweder in dem Display von Medet, der die ganze Nacht Halai getanzt hat auf einer Hochzeit, oder in dem Display von Riva, der sich gerade auf dem Rückweg von seinem Urlaub befindet. Dem durfte ich die Manga ziehen. Medet kam als erster zurück. Seine Wands waren die Perona und Yamata Leader Altart, die Shanks oder Perona Altart, die Zoro Secret Rare oder die Buggy und Linden Special Rare. Seine Nord Wands waren die Moria Leader Altart, die Tashigi und Absalom Altart, sowie die Sanji Secret Rare und die Sugar Special Rare. Und zum Glück durfte ich nochmal ein Hit Tower machen, was zu dem Zeitpunkt wirklich ein Segen für mich war mit den ganzen Rückenschmerzen. Seid ihr ehrlich? Zoro Secret Rare? Die Leute sagen, da wäre wohl eine Manga. Macht dem Jungen keine Hoffnungen. Walla, ich mach mir gerade richtig Hoffnungen. Digga, meine Arme. Ich schwöre, ihr habt mich jetzt auseinandergenommen im Chat. Alle Cases sind schon weg. Außer Zoro. Also, du hast die Möglichkeit noch. Zoro Manga. Zoro Manga, oh mein Gott, oh mein Gott! Was? Was, Junge? Er hat's geschafft! Er hat die Zoro Manga, Junge! Geil! Oh mein Gott, Bruder! Medet, Junge! Döner-Teller auf deinen Nacken! Döner-Teller auf deinen Nacken! Ja, Mann, es hat sich alles gelohnt, Bruder. Der Bruder schreibt nicht. Der Bruder schreibt nicht. Oh mein Gott. Ich schwöre, ich habe keine Kraft mehr. Bruder. GG, Bruder. GG. Einfach Zoro-Manga. Ich habe für meine Community gekämpft. Und ich habe für meine Community gewonnen. Und was danach kommt, egal, scheiß drauf. Jeder hat was Krasses bekommen. Ja, Leute. Medet hat diese schöne Manga-Karte gezogen. Er wurde mit seinen Super-Rare-Hits und seinen Alt-Art-Hits und dem damit einhergehenden Gesamtwert von 964 Euro leider letzter Platz. Eine sehr traurige Situation. Ich denke, das Gewinnerpaket hätte er eher gewonnen. Normalerweise wollte Medet die Zoro-Manga-Karte persönlich bei mir abholen und mit mir gemeinsam meinen Döner-Teller fetzen. Leider hat er es aber zeitlich nicht geschafft. Dennoch hat er mir Geld für einen Döner-Teller spendiert, was er eigentlich nicht machen musste, da es nur ein Joke von mir war. Aber natürlich lasse ich das Ganze nicht auf mir sitzen und werde in sein Paket noch ein paar andere Goodies mit rein tun. Ich hoffe, du wirst mit denen Spaß haben oder deine Kinder. Und nochmal wirklich ein sehr, sehr fettes GG an dich, Bruder. Sei es dir von Herzen gegönnt. Es fehlte aber noch das letzte Display für Riva, und zwar die Nummer 1. Nach dem Ausschlussprinzip konnte er also nur noch die zwei Altart-Karten ziehen aus einem Display. Aber wir mussten auch noch herausfinden, ob er nun das schlechteste Display hat oder ob die Kinder das Ganze gewinnen. Seine Wands waren die Yamato oder Reiju Leader Altart, die Onami oder Reiju Altart, die Zoro Secret Rare oder die Linden und Kusa Special Rare. Die Not Ones waren die Hody Leader Altart, die Kami oder die Tashigi Altart, sowie die Sanji Secret Rare oder die Buggy Special Rare. Leider hat dieses Display wirklich als einziges nicht gegangen. Schade, Pudding und Absalom Altart Karte. Ich hoffe, du hattest diese Karte noch nicht. Gum Gum King Kong Gatling und Shuraya. Nein, Bruder. Was sind das für Hits? Walla, der Arme. Wie heißt diese eine Meme? Brother, Gesamtwert von 66 Euro konnte er aber die Kinder auch nicht überholen und hat damit auch das Gewinnerpaket nicht gewonnen. Aber vielleicht hat Riva diese Niederlage gebraucht, denn ein paar Tage später hat er mir geschrieben, dass er die Godware-Karte gezogen hat. Deshalb freut es mich, dass du wenigstens dort mehr Glück hattest. Somit sah die Platzierung wie folgt aus. Medet kam auf den letzten Platz, Adventure Cards war auf dem vorletzten Platz, Hellrod war ein Platz unter mir auf dem 8. Platz, ich war auf dem 7. Platz, Marvin auf dem 6. und Marian auf dem 5. Platz, Momo kam auf den 4.
vierten Platz. Fortnite, Zurufi und Ümit mussten sich den dritten Platz teilen. Riva und Erin den zweiten. Und der Gewinner des großen Goodie-Pakets und somit dem Event waren Easy und seine zwei Jungs, Emmet und Matt, welche sich wirklich sehr über dieses Paket gefreut haben. Vielleicht sogar mehr als über die Karten. Also ich muss euch sagen, ich war wirklich sehr zufrieden mit dem, was wir da rausgeholt haben. Außerdem hat noch jemand aus dem Live-Chat Karten gewonnen und somit konnte ich zumindest 12 von insgesamt 13 Personen glücklich machen, was das Wichtigste für mich war. Jetzt kommen wir aber zu den nächsten Fragen. Würde ich sowas noch einmal für die Community organisieren? Lohnt sich das überhaupt generell, ein ganzes One Piece Case zu eröffnen? Dafür schauen wir jetzt einfach mal an, was wir alles gezogen haben an SR-Karten und an Altart-Hits. Die Preise während dem Live waren natürlich anders. Ich habe jetzt wieder die aktuellen Preise von heute mir angeguckt mit dem günstigsten deutschen Anbieter. Wir hatten insgesamt 9 Shanks Super Rare Karten, 8 Shuraya Super Rare Karten, 8 Hody Super Rare Karten, 7 Aramaki Super Rare Karten und 7 Judge Super Rare Karten. Dann noch 8 Reiju Super Rare Karten sowie 9 Perona und 8 Moria Super Rare Karten, 8 Hiyori und 9 Momonosuke Super Rare Karten. Insgesamt haben die Super Rare Karten einen Wert von 174,92 €. Dann hatten wir viermal die Sanji und viermal die Zoro Secret Rare Karte. Voll cool, richtig ausgeglichen. Der Gesamtwert dieser 8 Karten liegt bei 124,76 €. Dann haben wir nochmal 2 Shanks Altart, 2 Momonosuke Altart Karten, eine Ichiji, Moria, Judge, Absalom, Shuraya, Reiju, Hiyori, Tashigi, Kami und Sanji Altart Karte gezogen. Und insgesamt beträgt der Wert dieser Karten 302,50 €. In dem Case haben wir einfach die 3 wertvollsten Leader Altart Karten gezogen, was wahrscheinlich auch nicht so üblich ist. Mit Yamato, Moria, Reiju und Hody haben wir einen Gesamtwert von 183,50 €. Dann haben wir die 2 teuersten Special Rare Karten gezogen, die Linden und Yamato. Und auch noch die Treasure Rare Nami Karte, die auch nicht garantiert ist in einem Case. Insgesamt beträgt der Wert dieser 3 Karten 200 €. Und natürlich das heftigste, die Zoro Manga Rare, die bei 860 € liegt momentan. Ein normales Case wird zurzeit auf Card Market für 1450 € angeboten. Und die Karten auf unserem Case ohne die Manga haben einen Gesamtwert von 1190,68 €. Mit der Manga wären das 2050,68 €. Ein normales OP06 Display wird auf Card Market für 115 € geboten. Und ich habe nochmal den Durchschnitt von unseren 11 Displays, abgesehen von der Manga, ausgerechnet, welches 114 € betrug. Nice. Also eigentlich sehr machbar. Natürlich war unser Case bestimmt ein Einzelfall oder wirklich sehr selten. Es kann auch sein, dass Cases gar nicht gegönnt haben oder nur die billigsten Karten haben. Müsst euch natürlich selber sicher sein, ob ihr so etwas machen würdet oder nicht. Mir generell sind die ganzen Werte der Karten nicht so wichtig. Mir hat es richtig Spaß gemacht, das Case für meine Community zu öffnen und die Möglichkeit zu haben, mein allererstes Mal einen Case zu öffnen. Aber abgesehen davon würde ich so etwas nochmal einmal für meine Community organisieren. Zuerst einmal natürlich ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an meine Community. Ohne eure Unterstützung, ohne eure Hilfe und Geduld hätte ich zu diesem Zeitpunkt niemals ein ganzes Case öffnen können. Es ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, wenn man 12 Displays hintereinander öffnet, als wenn man jedes Mal nur ein Display öffnet. Denn jedes Mal, wenn ich ein Display geöffnet habe, welches am Ende ein Buchdisplay war, war ich ziemlich traurig. Das wurde mir bei OP06 jetzt verwehrt. Danke dafür. Bei den ersten 6 Displays habe ich eigentlich gar nichts gespürt. Ich habe es einfach nur geöffnet. Es hat Spaß gemacht, mit den Leuten zu kommunizieren während dem Live. Aber an sich war es einfach irgendwie normal. Erst als die Leader Altart und die Special Altart Karten dann knapp geworden sind und wir bei den letzten Displays waren, kam so ein riesen Adrenalinschub und ich war wirklich gespannt, was für Karten ich für jeden einzelnen ziehe. Auch wenn ich mega Rücken- und Daumenschmerzen hatte nach einer Zeit, hat es mir trotzdem wirklich sehr Spaß gemacht, mit neuen Leuten aus der Community und auch mit meiner Community zu reden, zu quatschen. Wir waren insgesamt 7 Stunden live. Durchschnittlich waren 30 Zuschauer mit am Start. Aber ich muss euch wirklich sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich endlich diese Verantwortung hinter mir lassen kann. Dieses Case zu organisieren ist zu besorgen, sich mit diesem einen Händler auseinanderzusetzen, hat wirklich viel mehr Zeit und viel mehr Anstrengung gekostet, als es normalerweise sein sollte. Aber Ende gut, alles gut, wir haben das Case bekommen und dann auch noch so ein Mega-Case. Ich konnte jeden Einzelnen glücklich machen und bin auch selber sehr glücklich darüber. Und auch da mir jetzt schon sehr viele Leute geschrieben haben, dass sie auch gerne mal bei so einem Casebreak-Event mit dabei wären. Auch jeder Einzelne von dem jetzigen Casebreak-Event meinte auch zu mir, ey, ich wäre nochmal dabei, wenn du nochmal sowas vorhast. Will ich euch nicht allzu lange warten lassen. Da ich mittlerweile auch einen starken und zuverlässigen Partnershop bei mir habe, Adventure Cards, kann ich schon mal behaupten, dass wir in Zukunft
wir mit Sicherheit so etwas für euch organisieren könnten in Zusammenarbeit. Seien es OP07 oder OP08 auf Englisch oder japanische Cases oder komplett was anderes. Ich bin gespannt, was die Jungs dazu sagen, aber ich denke mal, die stärken auf jeden Fall meinen Rücken in dieser Sache. Abgesehen davon habe ich mit meinem anderen Partner ETA auch in den nächsten Monaten vor, ein OP01 Casebreak Event für die gesamte One Piece Community in Deutschland zu organisieren. Seid auf jeden Fall gespannt, da wird auf jeden Fall was Krasses auf euch zukommen. Jeder kann mitmachen. Dort haben wir vor, nicht nur ganze Displays, sondern auch Einzelkarten anzubieten. Und ich denke mal, das wird ein sehr cooles Community-Event. Außerdem will ich nun jetzt wirklich wissen, wie es ist, ein One Piece Case ganz für mich alleine zu ziehen. Deshalb ist mein Ziel vor Augen, ein OP09 Case für mich selber zu besorgen. Dafür werde ich jetzt schon mal anfangen zu sparen. One Piece Karten werden in Zukunft auf diesem Kanal auf jeden Fall weiterhin eine sehr, sehr große Rolle spielen. Deshalb vergiss nicht, mich zu abonnieren, mich zu supporten, mir dabei zu helfen, die 1000 Abonnenten voll zu kriegen. Das Ganze hat mir wirklich sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch auch Spaß gemacht. Und vergiss nicht zu abonnieren, zu liken, Hashtag NothingHappens, zu kommentieren für die Unami-Altart. Wir sehen uns, haut rein, danke fürs Einschalten und ciao.